Eine kurze Ja- oder Nein-Antwort, weil wir noch 30 Sekunden haben. Ein bisschen sportlich würde ich noch werden. Der einzige Vorteil bei Schalke ist natürlich, dass sie jetzt schon eindeutig die Planung für die zweite Liga machen können. Terodde, Burgstaller und Bielefelds Klos. Sollte Schalke an alle diese drei rangehen, dann hätte man 60 Zweitligatore schon sicher. Naja, und die abgebenden Vereine haben auch nichts Besseres vor, als Schalke dann noch mehr zum Favoriten zu machen in Liga 2. Sie werden völlig umdenken müssen. Und sie werden sich, und das mal egal mit wem, sich als Zweitligist wiederfinden müssen und nicht als verehrter Erstligist. Sonst droht ein Schicksal wie im Norden, im einen oder anderen prominenten Traditionsclub. Und apropos oben, ihr mit Erling, großartig. Das ist ein miserabler Kopfballspieler für seine Größe. Ja. Das sagt er von sich selber. Nicht nur, weil er die Tore so nicht gemacht hat, aber auch sonst. Er sagt, da muss er noch eine Menge dazulernen. Und dann ist er komplett. Und dann allerdings, da möchte ich kein Abwehrspieler sein. Und dann ist die Frage, ob 100 Millionen sich entgegenzustellen. Ablöse, die ja komportiert werden, die als festgeschriebene Ablösesumme aufgerufen werden sollen, 100 Millionen dann noch ausreichen. Ich möchte einmal noch mal auf die Statistik gehen, auf die gleiche, die wir gerade gesehen haben. Weil es ist schon auffallend, Sie hatten gesagt, Kopfballspiel, rechter Fuß. Und wir sehen ganz unten da im Bild dran eine 1. Das ist der einzige Treffer außerhalb des Strafraums, den er erzielt hat. Also bisher habe ich ihn auch noch nicht als Freistoßschützen großartig wahrgenommen. Aber wenn er das jetzt auch noch drauf bekommt, also das ist ja unglaublich bei so einer Quote, aber er hat ja wirklich noch Verbesserungspotenzial offen. Ja, aber warum soll der von außerhalb des Strafraums schießen? Weil er kommt ja in den Strafraum. Das ist ja das. Wenn der anfängt zu laufen, kommt er bis in den Strafraum. Also der erstens ihn auch faulen wird zunehmend schwieriger. Wie hat man Marc van Bommel gesagt, als sie in Barcelona die Bayern eine gezogen gekriegt haben, wir wollten sie abfaulen, wir haben sie bloß nicht gekriegt. Immer wenn wir wollten irgendwas, waren die schon weg. Nein, also er ist noch nicht mal ein fauler, in Anführungszeichen. Nee, der ackert richtig ordentlich mit. Strafraumstürmer, der sich da vorne reinstellt und sagt, mit dem Ding oder ich bin böse. Sondern der rennt ja die 50 Meter, macht er ja mit den Kollegen. Also das ist schon wirklich eine Naturgewalt. Plus eine Technik, plus, der hatte kürzlich, weil die Dortmunder ja auch insgesamt nicht so übermäßig überperformt haben, zeitlang, hatte der ja auch selber eine Delle. Kein Tor nicht gemacht, wir gucken sofort wieder, ein Spiel ohne Tor, Torkrise in Dortmund. Und daraus holt er sich so in Sevilla wieder raus und ackert für die Mannschaft und hat eine positive Ausstrahlung auch noch. Was wollen Sie noch hören? Das ist phänomenal. Und deswegen lassen Sie uns drüber reden, wo er die Tore einschlägt, weil vielleicht schaut der ein oder andere Bundesliga-Torhüter mal zu und kann daraus Lehren ziehen. Wir sehen jetzt mal die Einschläge seiner Tore. Und da fällt schon auf, ich habe das früher auch gelernt, flach ins Lange, da ist man immer gut beraten. Das macht er offensichtlich auch, aber auch da links ist schon ein bisschen seine Sahne-Ecke. Obwohl, wenn wir ehrlich sind, ist es schon relativ verteilt. Also, und vor allem, wenn Sacker einschlägt, der hat ja auch einen Schuss wie ein Pferd. Ja, das ist ja das Schlimme. Wenn der will, und das ist ja wirklich, das ist das Faszinierende, dieses Tor, auch was wir da vorhin im Foto gesehen haben. Da will einer was. Wenn das halb ein bisschen nur schief geht, ist dieser Ball irgendwo im Gelände und alle sagen, was machst du denn hier für einen Zirkus? Aber der will den so machen, er kann es so machen. Ja, und deswegen, wenn die Dortmunder ihn nicht verkaufen, in diesem Sommer nicht. Diese Wette biete ich jedem an, der es hören will. Die melden sich, habe ich irgendwo anders gesagt, eher vom Spielbetrieb ab, als dass sie ihn verkaufen. Das kannst du nicht machen, weil er ist nicht nur das Tafelsilber, sondern er ist die Basis für alles, was die Dortmunder als nächstes tun wollen. Das letzte Mal, dass Liverpool 4 Heimspiele in Folge verloren hat, jetzt auch noch im Derby gegen Everton, war 1923. Auf diesen Rekord hätte Jürgen Klopp natürlich unglaublich gern verzichtet. Aber das ist schon ein bisschen bezeichnend für das, was da gerade bei den Reds passiert. Ja, und jetzt hat sich auch noch der Kapitän wieder, der auch noch zusätzlich, muss in einer halben Stunde ausgewechselt werden, John Henderson. Sie haben eine wirklich biblische Verletzten-Misere. Ja, plus oder minus noch ein paar andere Dinge. Manchester City zieht vorne weit weg. Das müssen sie erst gerade wieder lernen, dass man auch Verfolger sein darf und kann und muss in Liverpool. Es ist kein Glück und dann kommt aber auch noch richtig Pech dazu. Plus, ich glaube ja auch, dass die Mannschaft, die Verbliebenen, die restlichen aufrechten, dass die müde sind von sehr viel Klopp, sehr viel pushen, sehr viel gewinnen und jetzt
Meister bist du geworden, endlich nach 30 Jahren. Das ist ja auch, wenn die Bayern mal Meister werden, dann wieder und mal nicht. Das ist ja kein dieses Drama. Aber wenn du nach 30 Jahren endlich, also Schalke wird Deutscher Meister, ungefähr. Dann müssen wir ein bisschen warten. Für Fans die, solcher Spielchen. Also, dann gewinnst du die Champions League davor. Und du machst alles richtig. Und du führst Guardiola vor. Und du führst Mourinho vor. Und allen zeigst du es. Aber mit einem Trainer, der so fordernd ist. Er kann gar nicht anders. Die Mannschaft zieht mit. Nur irgendwo bleiben die Körner. Und den Eindruck hat man so ein bisschen. Lassen Sie uns sie bewerten, wenn die alle wieder an Bord sind. So ein Virgil van Dijk kannst du nicht einfach nur so. Es gab jetzt eine Aussage von Graham Souness, wirklich eine Liverpool-Legende. Wortwörtlich hat er gesagt, jetzt will jeder gegen Liverpool spielen, weil sie ein leichtes Ziel sind. Also das ist dann schon eine Watschen, die man sich eigentlich nicht abholen muss.